Hallo zusammen, ich möchte euch heute einmal kurz meine Transportbox für meinen Thunder Tiger Ghost Blast Drohne vorstellen. Es war ein bisschen schwierig, online irgendwie was zu finden. Ich habe erst nach Aluboxen oder sowas gesucht. Viele haben auch in irgendeinem Copter-Forum geschrieben. Der DJI Alu-Koffer XXL mit 35 Volumen würde auch passen. Das Ding ist, da muss man alles auseinanderschrauben und den Aufwand wollte ich mir jetzt nicht unbedingt antun. Deswegen habe ich nach was anderem gesucht. Ich habe natürlich erstmal auch nach Aluboxen gesucht. Aber was mir dann gekommen ist, die letzten Jahre war ich auf Maui in Hawaii und die Amerikaner sind immer so ein bisschen strange oder verrückt, was Getränke und sowas angeht. Die bringen dann immer so riesen Kühlboxen mit an den Strand. Und dann habe ich einfach mal bei eBay nach XXL Kühlbox gesucht und bums, kam diese Gerätschaft hier raus. Die passenden Maße für meinen Thunder Tiger Ghost und den habe ich natürlich noch ein bisschen ausgebaut mit Styropor. So, dann nehmen wir unseren Ghost. Ich habe die Styroporplatten so reingebaut, dass sozusagen die Füße bzw. die Standbeine des Quadcopters nicht auf dem Boden stehen, weil somit natürlich die ganz einfach abbrechen können. Hier habe ich sozusagen in die Styroporplatten kleine Kuhlen eingebaut, damit der Copter nicht nach links und rechts schaukeln kann. Dann habe ich hier noch eine kleine Vorrichtung für die Fernsteuerung gebaut. Die klemme ich hier einfach rein. Doch, so. Die kann jetzt auch nicht nach links und rechts und auch nicht nach oben, weil die so fest in dem Styropor drin ist, dass sie hält. Und dann habe ich noch eine kleine Styroporplatten-Sache hier gebaut. Die packe ich einfach auf den Quadcopter. Und diese Platten sitzen jetzt direkt auf dem Quadcopter. Beziehungsweise wenn ich jetzt einfach die Klappe schließe, wird sozusagen dieses Styropor direkt auf die Mitte von meinem Copter gedrückt. Ich mache hier zu und somit kann der Copter auch nicht nach oben raushopsen.